Guten Tag alle miteinander, hier ist GBF Akademeister mit dem Let's Play von Technomage von Sunflowers entwickelt. Kurz danach haben sie ihre Entwicklerstudios eingestampft und haben bloß noch Sachen vertrieben von Max Design für Anno oder für andere Geschichten. Tja, schade, weil Technomage ist eines meiner Lieblingsspiele, also ja gut, das sagt man so dahin, aber auf jeden Fall eines, was ich sehr gut in Erinnerung habe und sehr mochte. Es ist quasi ein PC Pendant zu Zelda, wenn man so will, so habe ich das immer gesehen. Ein Action-Rollenspiel aus einer Top-Down-Perspektive oder isometrischen Perspektive mit drehbarer Kamera, die auch sehr nervig ist eigentlich, aber gut. Hey, ich find's cool, weil es sieht cool aus, finde ich. Naja gut, egal, auf jeden Fall Technomage ist ein Spiel, das mir viel Spaß gemacht hat und nach wie vor viel Spaß macht, weil es eigentlich recht simpel ist. Es ist, ich sag mal, kindgerecht. Es gibt keine brutalen Sachen oder sowas oder sonstige dicke Begebenheiten. Es ist einfach nur ein klassisches Spiel. Und da beginnt dann plötzlich hier das Intro. Ich hoffe mal, dass es das ist. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwann kommt. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Naja, können wir mal die Credits durchlaufen lassen, damit ein bisschen Bewegung im Bild ist. Ja, und was ich mir gedacht habe bei diesem Let's Play von Technomage, ist, dass die Stimmen deaktiviere oder beziehungsweise deren Lautstärke auf Null gestellt habe. Der Grund ist nicht der, dass ich die Stimmen nicht hören mag. Der Grund ist vielmehr, dass ich gesehen habe, dass es schon viele Let's Plays davon gibt. Und ich dachte mir, wie kann ich denn meine eigene Version davon machen? Und da dachte ich, ja, dann machst du mal die Stimmen aus und sprichst sie alle selber. Ja, das ist natürlich dann definitiv nicht besser als das Original. Aber ich dachte, es ist zumindest mal was anderes. Und ich habe das ja schon bei Simon the Sorcerer gemacht, wo ich dann die Diskettenversion gespielt habe, wo es ja keine Sprachausgabe gibt und ich dann quasi alles gesprochen habe, was da stand. Und es gab ja ein paar Unterschiede. Hier wird es keine Unterschiede geben, weil einfach nur der Sound ausgeblockt wird und nicht tatsächlich ein anderes, dass die Spiel... die Sprachausgabe gar nicht dabei ist und stattdessen Texte auftauchen. So ist das Spiel ja nicht, weil Texte tauchen ja immer auf. Nur die werden dann, ich glaube, in nahezu allen Fällen, abgesehen von Schildern zum Beispiel, nicht immer vorgelesen. Also es gibt immer Sprecher. Und ich habe ja auch das Prima oder Prisma, wie heißt das? Moment. Prima ist ja doch offizielles Lösungsbuch, in dem alles Mögliche drinsteht. Riesenbeschreibung. Bizarrerweise, wie ich fand, leider keine Karten wirklich. Nur von dem ersten Level, von Dreamer Town. Und ich dachte, ja gut, das brauche ich nicht unbedingt. Ich hätte lieber die anderen Karten alle gehabt, aber die sind bizarrerweise nicht mit drin. Da ist ein Poster noch mit drin, habe ich hier. Da fehlt das dann mal nicht. Und gibt auch viele Interviews dann über die Leute, die daran mitgewirkt haben, wie man sie auch hier gerade sieht. Nicht alle, aber einige haben dann Interviews gegeben zu ihren einzelnen Aufgaben bei der Erstellung des Spiels. Grafiker, Musiker und so weiter und so fort. Und es gab auch was, einen ganzen Abschnitt über Synchronsprecher. Und dass sie mal so eine Veranstaltung gemacht haben, das lief so, glaube ich, sogar mal im Fernsehen. Ich glaube, im hessischen Rundfunk oder so. Und konnten dann Kinder sozusagen oder jeder, der wollte, dann hier so eine Rolle sprechen. Und die haben sich da wirklich dann hier so das Ganze aufgebaut und so und beschrieben, wie Leute dann... Den Charakteren erst Leben einhauchen durch die Stimmen und so weiter und so fort. Also, ich habe nichts gegen die Synchro, keineswegs. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, überhaupt nicht. Aber ich dachte, hey, wenn, dann mache ich das mal so. Und vor allen Dingen, der Vorteil daran ist dann, dass ich eben hier mein eigenes Tempo dann haben kann in den Dialogen. Wenn ich mal schneller reden will oder langsamer reden will oder mal eine Pause machen will an einer bestimmten Stelle, dann kann ich das einfach machen. Ja? Und ich laber ja gerne mal dazwischen oder sowas oder kommentiere irgendwas. Ja, das ist ja ein Kommentar hier letzten Endes und von daher dachte ich, passt das besser zu mir. So, aber hey, die Synchros über jeden Zweifel haben. Vielen Dank an die Synchronsprecher. Das ist jetzt keine Entschuldigung für das, was ich jetzt verbrechen werde wahrscheinlich, aber hey, öfter mal was Neues, oder ja, Altes. So, Technomage. Ja, wir können ein neues Spiel beginnen. Ich spiele das hier mit einem Controller, mit einem Sony PlayStation 2 Controller. Über USB angeschlossen. Und wir können ein neues Spiel beginnen oder einen gespeicherten Spielstand laden. Aber da wir noch keinen haben, beginnen wir ein neues Spiel. Das Interessante ist jetzt für mich, weil ich das mit Fraps aufnehme, dass im Grunde genommen
Die Videosequenzen, ich kann sie sehen, ihr könnt sie eigentlich nicht sehen, ihr kriegt ein Standbild. Ich habe allerdings da das Ganze mit Red Tools, mit diesem Blip, was Blip? Nee, Blip war es nicht. Blip war was anderes. Mit Big-Format abgespeichert worden ist. Mit den Red Tools kann man die aber in AVI umwandeln und dann kann ich sie dann nachträglich sozusagen hier dann einfügen. Also werdet ihr sie dann auch sehen können. Ich muss das bloß dann eben mit Sony Vegas, muss ich das eben da rein dübeln und dann geht das auch für euch. Also, und zeitlich passt das auch alles, ist alles synchron dann. Also von daher, ja. Technomage, legen wir mal einfach los. Ja. Wir sind in der Welt von Gotos. Nicht Gothic. Niedliche Dinosaurier-Kreaturen. Ich hoffe, dieser Ruckler ist da nicht drin und verbaselt mir alles. Von der Synchronisation, aber gut. Ah, da reiten ein paar, wie heißen sie nochmal, Shaktis. Na, wir werden es erfahren. Und ein magischer Fluss kommt zum Erliegen und die Erde bricht auf. Und hässliche Hunde kommen raus. Höllenhunde. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt im Dschungel von Gotos. Aber nicht allzu lange. Und ja, das ist schon das erste Opfer dieser Zarrenentwicklung. Oh. Und da ist Melvin. Mit einem Dreitagebart. Melvin ist der Protagonist. Ja, wir ziehen uns an mit schickem Cape, Pferdeschwanz und dann geht's gleich rüber in die Spielgrafik. Wow, was in aller Welt war das denn? Ein Erdbeben oder ein Albtraum? Wilde Monster haben mich angegriffen und die Erde hat gezittert. Ja, ich dachte, Melvin hatte im Original eine eher sanfte Stimme. Ich dachte, ich verpasse ihm mal eine raue Stimme. Einfach so. Weil ich dachte, passt nicht, aber kann man machen. Ja, und dann steht da eben, was man alles hier drücken kann. Ich spiele das mit dem Controller, also ist das für mich ein bisschen hinfällig oder beziehungsweise anders geartet. Und das ist ja auch nicht so relevant für euch dann, wenn ich hier vorlese, wie man sich bewegen kann. So, wir können Dinge durchsuchen. Das sind Alkovenbetten, die anscheinend hier in Dreamertown, wo wir uns befinden, als Schlafstätten genutzt werden. Schränke kann man durchsuchen. Und wir finden 5 Goldmünzen. Ein Fenster. Und ein Bild. Es ist eine Dampfmaschine. Tja, Melvin, das muss man kurz erklären. Es gibt in dieser Welt von Gotos ja, mehrere Völker, aber die Hauptvölker sind im Grunde genommen die Dreamer und die Steamer. Dreamer. Und Melvin ist ein Hybrid, sozusagen. Er ist eine Chimäre. Er ist quasi halb Steamer, halb Dreamer. Und die Dreamer, in dessen Dorf wir uns hier gerade befinden, sind eigentlich mehr so die typischen, ja, ich würde mal sagen, Elfen oder Elben von Gotos, die so magisch versiert sind. Während die Steamer sind mehr so stämmige Zwergentypen, die quasi, industriell angehaucht sind. Und die leben getrennt. Und es gibt Hintergründe dazu. Kriegen wir gerade die Info, wie man Türen öffnet. Schiebetüren. Und da ist Mutter. Um mit einer Person zu sprechen, ja. Stell dich direkt davor. Ich habe aber auch gerne die Demo gespielt, wo dann vieles gezeigt wurde von dem, was dann später dann noch kommt oder was wir in dem Hauptspiel hier viel später sehen werden. Also von daher habe ich das gerne gespielt, weil man da vieles erlebt schon mal. Und im Grunde genommen geht es da nur darum, dass man aus dem Weinkeller eine Weinflasche holen soll. Und wenn man das dann geschafft hat, im Grunde genommen, dann passiert Folgendes. Dann kommt diese Anfangssequenz, was wir gerade gesehen haben, der Albtraum von Melvin, wodurch er aufgewacht ist, dass er von diesen Hunden angesprungen wird. Dann verwandelt sich nämlich hier Firna, nämlich das ist nämlich die Mutter, die Dreamer-Mutter. Also ist der Vater ein Steamer, logischerweise. Verwandelt sich dann in einen von diesen Hunden, direkt hier in dieser Wohnung und springt ihn an. Und das ist dann quasi das Ende der Demo. Ja. Nur dazu. Melvin, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht auf den Tisch springen? Nicht oft genug, Mutter. Ich bin halb Steamer, ich bin verrückt. Ja. Schöne Beleuchtung haben sie hier. Ah, schicke Lichteffekte. Wie ich finde. Ja, und die Kamera kann man drehen hier mit, ich mache das mit L- und R-Taste. Wenn man dann läuft
und die Kamera währenddessen dreht, dann kann sich Melvin einfach so hier im Kreis drehen. Wow, mir wird schlecht. Plündern wir noch ein paar Regale. Hier ist nichts Interessantes drin. Hätte ich gerade gedacht bei den ganzen Büchern, aber gut. Ein Ofen. Oder ein Herd. Ofen, Herd. Alles dasselbe. It's a hearth. Verschiedene Weine verschiedener Jahrgänge. Guten Morgen, Melvin. Bist du endlich aufgewacht? Oh nein, das war kein Traum. Ich würde sagen, es war ein leichtes Erdbeben. Ich hab's auch bemerkt. Aber immerhin hat's dich Langschläfer endlich aus dem Bett geworfen. Du bist wie dein Vater. Schlafmützigkeit scheint eine typische Steamer-Eigenschaft zu sein. Danke, Mutter, dass du mich daran erinnerst. Ich bin wirklich froh, dass es mir trotzdem gelungen ist, dir auch ein paar Dreamer-Tugenden beizubringen. Jetzt solltest du dich aber endlich auf den Weg zur Druidenklause deines Onkels Risen machen. Risen? Wir reden gerade von Gothic, Goathorse und jetzt kommt noch Risen dazu. Deine Arbeit wartet dort auf dich und ich bin überzeugt, dass Risen auch etwas mehr über das Beben weiß. Warst du schon bei deinem Onkel? Er wartet bestimmt schon auf dich. Das tut er. Und er wartet lange. Außerdem haben wir 4 Erfahrungspunkte bekommen. Ja, das ist das Menü. Da sieht man eigentlich alles auf einen Blick. Oben links sehen wir unsere XP. Oder ganz oben links das Gold. 5 Münzen haben wir schon mal geklaut von unserer Mutter. Ja. Wenn man 100 Erfahrungspunkte hat, kann man hier dann 2 Punkte verteilen auf Stärke, Intelligenz, Konstitution oder Mystik. Und diese 4 Symbole da unten drunter, das bedeutet, ja, das schaltet man frei durch Mystik. Wenn man einen entsprechend hohen Mystik-Wert hat, dann wird nach und nach, dann werden diese 4 Teile freigeschaltet. Das unten links ist, glaube ich, Weisheit. Das schaltet dann, ich glaube, ab Mystik-Stufe 7 schaltet das dann Regeneration von Mana-Energie frei. Und dann gibt es noch ein paar andere Geschichten, die da dann passieren, wenn man genügend hohes Mystik hat. Konstitution ist, für Verteidigung oder beziehungsweise wie viele Lebenspunkte wir haben. Intelligenz ist für unsere Zaubersprüche und wie viel Mana wir haben und wie stark die Zauber sind. Und Stärke natürlich für unsere Nahkampfwaffen. Und hier in diesen Slots kann man dann auch entsprechend dann die passenden Gegenstände auswählen oder reinlegen. Platz für unsere Waffen, für unsere Zaubersprüche, für unsere Verteidigungsgegenstände und natürlich für mystische Gegenstände, was verschiedene Arten von Gegenständen sein können. Der prominenteste für mich ist immer noch der Wurfhaken. Das ist quasi wie der Enterhaken in Zelda. Aber den kriegen wir erst später. Hier rechts ist dann hier unser ganzes Menü oder beziehungsweise unser Inventar, in dem sich hier quasi noch nichts befindet. Das ist alles leer. Dann gibt es hier die Übersichtskarte, wo wir schon mal die ganze ganz Dreamer Town sehen können. Mit den einzelnen Geschäften und den Gebäuden, was es alles so gibt in Dreamer Town. Und darunter ist der Questlog. Besuche deinen Onkel Risen. Das ist unsere erste Quest. Kommen noch ein paar mehr dazu. Und dann gibt es hier das Speichern und Laden Menü. Ja, speichern kann man hier auf verschiedenen Slots. Ich speichere mal. Und mit F9 kann man auch. So, ich habe mich selber. Ja, genau, das ist super schlau von mir jetzt gerade. Ich stelle nämlich gerade fest, dass F9 gerade eine schlechte Taste ist dafür, weil damit nehme ich auch auf. Ich muss das eben umstellen. Einen Moment. So, da bin ich wieder und jetzt habe ich eine vernünftige Taste gewählt. F10 anstelle von F9. Jetzt kann ich auch vernünftig speichern, ohne dass hier mein Video beendet wird. Ja, wo war ich gerade? Noch bei mir speichern und so. Ja gut, mit F9 kann man hier schnell speichern und mit F12 habe ich auch umgestellt auf F11, die Fraps-Taste, kann man dann hier schnell laden. Und links sehen wir dann noch unsere Lebensenergie in Rot und unsere Mana-Power in Blau. Schön sprudelt das Ganze. Ja, aber ich habe die Übersichtskarte auf eine andere Taste gelegt, damit ich da schneller drauf komme und auch den Questlog. Das kann man ja schön einstellen in diesem Spiel. Objekte wie Schränke und Uhren können untersucht werden, indem man sich direkt vor sie stellt, ja, und die Taste drückt. Die Aktionstaste. Wir finden nochmal 5 Goldmünzen. Und es ist 11 Uhr morgens. Das ist relevant. Hier ist kein Fahrstuhl, das war nämlich in der Demo so. Für den Weinkeller. Du befindest dich in Dreamer Town. Um dich schnell zu orientieren, drücke M. Also die Karte. So, wo ist denn der Old Risen? Der Old Risen. Ich kann auch die Maus dazu nutzen, um das mal zu zeigen. Rup. Onkel Risen. Oder einfach nur Onkel. Auch der Kräutermeister ist hier ganz im Süden der Karte. Ja, rennen wir doch mal dahin. Das ist Dreamer Town. Sehr idyllisch alles hier.
Und Schmetterlinge flattern rum, also sehr detailverliebt dann auch hier. Sowas finde ich immer schön, so ein bisschen Bewegung im Ganzen. Wasser. Wir ertrinken hier nicht. Er ist nicht Lufa, der dann irgendwann ertrinkt. Meister Risen, Druide und Kräuterkundler. Er hat eine Nachricht dahin gekritzelt. Da hängt ein Zettel an der Tür. Melvin, da ich nicht länger auf dich warten wollte, bin ich schon mal in den Wald gegangen, um Misteln zu schneiden. Er ist wie Miraculix. Ich werde gegen 5 Uhr zurück sein. Dein Onkel Risen. Ja. Das heißt, wir müssen bis 5 Uhr warten. Was allerdings in der Spiellogik heißt, wir müssen erst zig Aufgaben erledigen, damit die Zeit schneller vonstatten geht. Es gibt allerdings auch eine Uhr hier. Die ist hier. Er ist der Hüter der Zeit. Hi Mel, ich bin hier im Dorf der Hüter der Zeit. Ich schlage die Stunde zu die Glocke zu jeder vollen Stunde. Es ist 11 Uhr morgens. Das ist die Dorfglocke. Ja, und die Zeit wird nicht vergehen, bevor wir nicht Dinge erledigt haben hier. Also reden wir mit den Leuten. Zum Beispiel mit Herr Sandem. Guten Morgen, Melvin. Der Herr aller Zauberer allein weiß, was mir letzte Nacht den Schlaf geraubt hat. So schlecht habe ich seit dem letzten Feuerwolkenfest nicht mehr geschlafen. Und damals hat sich mein Bett bloß gedreht und nicht gewackelt. Scheint mir beides wackelig zu sein. Das ist Herr Sandem. Er konnte nicht gut schlafen anscheinend. Na gut, rennen wir ein bisschen weiter. Die lachende Rebe. Bester Wein aus besten Lagen. Da hat unsere Mutter wahrscheinlich ihren Wein weg. Oder jeder hier. Alles Weinkenner. Verschiedene Weine verschiedener Jahrgänge. Verschiedene Weine verschiedener Jahrgänge. 4.998er Schiffentaler. Samtige Pfote. Noch mehr samtige Pfote. In vino veritas est. Ich glaube, das heißt, im Wein liegt die Wahrheit. Das ist Fallahan. Kann sein, dass Bacchus und ich gestern ein wenig zu tief ins Glas geschaut haben. Ich denke, ich habe die Tür zugeworfen und irgendwie muss ich Bacchus dabei im Nebenzimmer eingeschlossen haben. Jetzt finde ich aber dummerweise den Schlüssel nicht mehr. Ich erinnere mich aber noch, dass ich gestern durch die Büsche in der Nähe der verfallenen Stadtmauer gestolpert bin, bevor mich die Wachen nach Hause buxiert haben. Ja, er hat den Schlüssel verloren für seinen Kollegen, der hier im Nebenzimmer hockt. Du benötigst einen Silberschlüssel. Und da steht er auch schon. Das Glas zum Toast erhoben. Auf Dreamertown! Tod allen Steamern! Nee, so brutal sind sie auch nicht. Aber es gibt schon Animositäten zwischen Steamern und Dreamern. Und hier ist eine Bühne. Ein heller Himmel und brennende Blade Runner Öltürme. Ein Dreamerhaus und ein Steamerhaus. Herr Saris. Ach, ja, Mator, mein süßes Honigmäulchen möchte ich heute Abend treffen und ihr wie einer Göttin das Himmelreich zu Füßen legen. Habe aber nicht mal ein passendes Geschenk für sie. So hilf er mir, Liebe macht blind und vernebelt die Sinne. Ja, der braucht unbedingt ein Geschenk. Was man suchen muss, wird meist irgendwie farblich vorgehoben oder was irgendwie wichtig ist. Also eine weitere Quest. Besorge in Saris ein Geschenk für seine Verlobte und finde einen Weg, um den Weinhändler zu befreien. Ich kenne einen Weg, ich muss bloß einen Schlüssel finden. Das ist wohl das Feuerwolkenfest gewesen. Sieht aus wie Osterfeuer. Hey Kind, Larissa. Wie du leicht erkennen kannst, bin ich schwer beschäftigt. Und hungrig bin ich auch noch. Ja, sie braucht was zu essen. Besorge Larissa was zu essen. Und das ist Unscore. Wie immer schade, du kannst ja nicht mal richtig zaubern. Vielleicht solltest du mal den Unterricht bei Meister Salik besuchen. Ja, dafür gibt es anscheinend Erfahrungspunkte. 4 Stück. Und hier ist der Drachenbrunnen. Oh. Sieht ja schick aus. Doppelköpfiger Drachenbrunnen. Der Drachenbrunnen. Ha. Melvin kennt sich aus in seinem Heimatort. Das ist Clarissa. Ich werde doch mit keinem spielen, der nicht mal richtig zaubern kann. Wie oft muss ich dir denn das noch sagen? Du solltest lieber mal ein paar Bücher lesen. Tja, Hinweis darauf, dass wir mal in die Bücherei gehen sollten. Außerdem gibt es hier Kristalle. Einfach so. Und dort haben wir
einen Menschen, der anscheinend viel Leichtathletik betreibt. Das ist Danny. Hallo, da ist ja unser Steamer Dreamer. Schau her, ich werde einen Ballon für dich zaubern. Ein kinderleichter Zauberspruch. Kannst du das auch? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich nehme mal an, halbe Steamer wie du würden eh viel lieber im Maschinenöl herumpanschen. Naja, nur falls es dir doch zufällig mal gelingen sollte, einen Ballon zu zaubern, dann musst du ihn mir unbedingt zeigen. Er will einen Ballon sehen. Das ist die Quest, die wir von ihm kriegen. Erstmal räumen wir seine Bude leer. Aber er hat nichts. Toll. Danke, Danny. Oh, ja. Das ist schön, dass ich jetzt nochmal hier Infos kriege über Laden und Speichern und sowas. Wen haben wir hier? Die Wache. Halt, junger Bursche, niemand verlässt die Stadt durch dieses Tor. Wegen dem Erdbeben haben die Ratsmitglieder angekündigt, dass niemand mehr die Stadt verlässt, bis die Ursachen erforscht sind. Diese Hintertür ist immer verschlossen und bewacht. Und die Fackel ist aus, denn es ist noch Tag. Tagsüber wird hier keiner rausgelassen. Ich komme mir vor wie ein Gefangener hier. Beziehungsweise, ich komme mir vor wie ein Gefangener hier. Ey, ein Schlüssel. Der Silberschlüssel, da haben wir ihn ja schon mal. Du hast einen Silberschlüssel gefunden, er bist jetzt im Menü, ja, und wir können ihn einmal benutzen. Questgegenstände werden automatisch benutzt. Da kann man nichts falsch machen. Und die kann man auch nicht verkaufen oder sowas, also da wird schon drauf geachtet, dass man hier sich nicht in eine Sackgasse buxiert. Das ist Frau Listach. Es kommt mir wie Jahre vor, seit zuletzt ein Schachhändler hier in der Stadt war. Und jetzt, da endlich einer kommt, hat er sich vorher überfallen lassen. Und nun sitzt er im Gasthaus und jammert, weil er gerade mal mit dem nackten Leben davongekommen ist. Ja, die Schachs sind das. Die Schachs sind diese, ja, Wesen, die wir am Anfang gesehen haben mit diesem Mundschutz. Das sind so, ja, Echsenwesen halbwegs. Und die reiten auf Echsen, also Echsen halt. Ne? Viele Echsen. Goldmünzen. Frau Senga, kannst du mir einen Gefallen tun und diese Bücher zurück in die Bücherei bringen? Nö. Ja, okay. Danke, das ist wirklich schrecklich nett von dir. Und wenn du sie dort abgegeben hast, habe ich auch eine kleine Belohnung für dich. Ein erstes Quest-Item, rätselrelevanter Gegenstand. Ja, da steht nochmal das, was ich gerade gesagt habe, dass Quest-Gegenstände automatisch dann da eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden sollen. 11 Uhr morgens, nach wie vor, wir haben noch keine Quest erfüllt, daran sieht man das. Talissa, ich würde viel lieber zum Spielen an den Drachenbrunnen gehen. Sicher sind alle anderen außer mir schon da. Aber ich habe diese blöde Erkältung und meine Mutter lässt mich nicht aus dem Haus. Hier, eine fürsorgliche Mutter. Bitte bringe erst die Bücher zur Bücherei zurück und dann bekommst du eine kleine Belohnung von mir. Ja, okay. Nachdem ich hier deine Schränke geplündert habe, hey, mehr Gold. Gold ist die internationale Währung oder die dimensionsübergreifende Währung in jedem Rollenspiel. So, und dieses Ding hier, sieht schick aus, leuchtet schön und glitzert, ist ein Respawn-Punkt. Das heißt, wenn man irgendwo runterfällt und dadurch stirbt, spawnt man hier wieder. Ich glaube, hier in Dreamertown passiert das nicht. Aber an anderen Stellen im Spiel kann man halt durch Jump-and-Run-Einlagen sterben und dann respawnt man. Man respawnt allerdings nicht, wenn man stirbt, wenn die Lebensenergie ganz auf Null ist, weil Oh, wir sind wieder in unserem Haus. Jetzt kriege ich noch mehr Infos. Ja, Level-Ups hier. Weil dann ist man tot und wer tot ist, der kommt auch durch diese magischen Teile nicht wieder. Ja, und da wird nochmal beschrieben, Konstitution, da haben wir mehr Hitpoints und Mystik bezeichnet die Fähigkeit, Spezialwerkzeuge zu benutzen und diese vier komischen mystischen Fertigkeiten, die ab bestimmten Punkten dann freigeschaltet werden. Also Mystik ist schon nicht schlecht. Sollte man in Betracht halten. Der Hort der Schriften. Dreamtowns Bücherei. Okay, da müssen wir sowieso hin, also gehen wir doch mal rein. Ein unaufgeräumter Schreibtisch. Meister Librarius. Wie sollte er auch sonst heißen? Hallo Mel, ich zähle gerade meine Bestände.
Einige Bände fehlen mir aber noch und ich habe beschlossen, den Hort der Schriften erst wieder zu öffnen, wenn ich jedes einzelne von mir verliehene Buch wiederbekommen habe. Oh, prima, da sind ja endlich die Bücher von Frau Sengan. Aber wenn das so ist, dann kann ich jetzt die Bücherei endlich wieder öffnen. Und dann geht auch die Tür auf. Es ist 12 Uhr mittags, seht ihr? Eine Quest erledigt, eine Stunde weiter. Hier gibt's Bücher. Warum sich Dreamer niemals mit Steamern einlassen sollten. Würdest du gerne mehr zu diesem Thema erfahren? Would you like to know more? Yeah. Buch aus der Bücherei. Es gibt viele verschiedene Lesarten und Interpretationen des alten mündlich überlieferten Gebotes, dass die Dreamer und die Steamer niemals zusammenleben oder gar heiraten dürfen. Da hat wohl jemand nicht dran gedacht. In Mels Familie. Der wichtigste Aspekt des Gebotes ist aber der, dass Dreamer und Steamer keine gemeinsamen Kinder bekommen dürfen, denn diese Kinder würden angeblich zu Boten des Unheils, die den Zorn der Götter auf all diejenigen herabbeschwören, die sich in ihrer Nähe aufhalten. Ja, klassische Geschichte. Wir sind ein Mischling und wenn irgendwas Schlimmes passiert, sind wir natürlich gleich die Ersten, die verdächtigt werden. Nein, das ist das Buch. Die Geschichte der Dreamer und der Steamer. Möchtest du gerne mehr über die Herkunft dieser beiden Völker erfahren? Jo. Nach dem Großen Krieg waren die wenigen, die überlebt hatten, zerstritten. Sie stimmten lediglich darin überein, dass es zu gefährlich sei, die Macht der Magie und die geballte Kraft der Maschinen jemals wieder zusammen einzusetzen. So beschloss der Hohe Rat, dass ein jeder wählen könne, ob sein zukünftiges Dasein auf der Nutzung der Magie oder der Technik basieren solle. Und so geschah es, dass sich dieses alte und weise Volk in die Dreamer und die Steamer aufspaltete. Und nun haben wir zwei verschiedene Völker, Elben und Zwerge anscheinend. Wie auch immer das passiert ist. Möchtest du mehr über die Architektur des Drachenbrunnens erfahren? Oh, okay. Das Gestein des Brunnens ist aus Langos-Marmor, der weit entfernt aus den hohen Bergen im Osten von Gothic stammt. Rangadon, der berühmte Dreamer-Architekt, hat allein mit seinen magischen Kräften diese einmalige Form des Beckens und der Drachenköpfe geschaffen. Die Drachenköpfe sind Porträts der Drachen, die einst vor Äonen in der Nähe des Hunsaktals gelebt haben sollen, um dort das Geheimnis der Steine zu wahren. Wow, das ist ein cooler Beruf. Wir wahren das Geheimnis der Steine, sie sind hart. Das ist das Geheimnis. Möchtest du etwas über den Ausgang des letzten Wettbewerbs im Sterneschieben lesen? Ja. Am vergangenen Wochenende wurde die 42. Runde der inoffiziellen Meisterschaft im Sterneschieben im Osten von Gothos ausgetragen. Die Taktiker haben dabei in einem nervenaufreibenden, unerbitterlichen Kampf die Retter knapp geschlagen. Die Taktiker haben inzwischen 29 Siege davongetragen, während die Retter gerade mal 13 Mal gewinnen konnten. Ein Hoch auf die Taktiker und ein kräftiger unterstützender Applaus für die Ritter. Mögen die Zaubermächte von Gothos stets mit euch sein. Wie auch immer man Sterne schieben spielt. Sind die so magisch begabt, dass sie die Gestirne am Firmament verändern können? Stelle ich mir ein bisschen gefährlich vor, ehrlich gesagt. Da verändert man ja den ganzen Kosmos. Alles über den Schattenfarm. Möchtest du mehr darüber erfahren? Klar. Der Schattenfarm, in der alten Sprache auch Lahara genannt, ist eine sehr seltene Pflanze, die nur sehr kurz blüht. Sie wächst, wie der Name schon sagt, vornehmlich an dunklen, feuchten und schattigen Plätzen. Lange Zeit in Vergessenheit geraten ist der Schattenfarm nun aufgrund seiner medizinischen Anwendungsmöglichkeiten in den Kräuterküchen der Druiden wieder stark in Mode gekommen. Man sagt, dass er, in Form eines Trankes gebraut, besonders gut gegen das Wachstum von Nasenhaar wirkt. Sehr gut. Ja, schön, dass sie das rausgefunden haben. Was machen wir denn mit diesem Getränk? Oh, wir schieben uns das in die Nase. Der zweite Reisebericht des mutigen Dreamer-Abenteurers Syrandoron. Was nach Steamertown kam. Okay. Baron Back Again. Oder der Herr der Ringe. Obwohl meine erste Reise nach Steamertown ein wenig enttäuschend verlaufen war, spürte ich bald wieder die Reiselust in mir. Er ist wie Bilbo. So machte ich mich erneut auf den Weg, dieses Mal allerdings in Begleitung einiger junger Dreamer. Frodo. Doch kaum, dass wir an Steamertown vorbei waren, bekamen die ersten Angst und machten kehrt. Sam. Wenn ich nur einen Schritt weiter gehe, bin ich weiter von zu Hause entfernt als jemals zuvor. Also zog ich allein weiter und erforschte für mehr als 2 Wochen einen riesigen Wald. Keine Menschenseele habe ich dort getroffen. Und außer ein paar langweiligen Tierchen hatte ich niemand zum Reden. Doch plötzlich traf ich auf einen riesigen Drachen, größer als alles, was ich je zuvor gesehen hatte. Ich musste mich in einem Duell auf Leben und Tod meiner Haut erwehren, aber kampferfahren wie ich bin, habe ich einen Trick angewandt, der den Drachen erschreckt.
und in die Flucht geschlagen hat. Den Trick würde ich gern wissen. Ihr seht, da draußen ist es gefährlich, drum bleibt lieber hier in Dreamertown. Hier ist es sowieso am schönsten. Bleibt im Auenland. Reisetagebuch des mutigen Dreamer-Abenteurers Syran Doron. Einmal Steamertown und zurück. There and back again, da ist es ja. Einst an einem sonnigen Frühlingsmorgen im Jahr der kalten Reben verließ ich Dreamertown voller Tatendrang und Abenteuerlust. Nur wenige von uns haben Dreamertown je verlassen und kaum einer ist dabei bis nach Steamertown vorgedrungen. Wir nennen alles Town. Was nicht weiter verwunderlich ist, da die Stadt Steamertown an sich wirklich hässlich ist. Sie liegt am Fuße einiger Hügel im Tal. Sie ist groß und dreckig durch die Luftverschmutzung, die all die Dampf- und anderen Maschinen erzeugen, die man dort verwendet. Die Einwohner der Stadt, die Steamer, sind schwerfällige, faule und behäbige Leute, die den ganzen lieben langen Tag damit zubringen, an den Maschinen herumzuschrauben, mit Werkzeugen zu hantieren oder im Maschinenöl zu punchen. Damit ist nun auch klar, warum ich keinen empfehlen würde, dorthin zu reisen. Warum puncht hier jeder Maschinenöl? Danny hat das auch schon gesagt. Oh. Ein unaufgeräumter Schreibtisch. Oh, sieht recht aufgeräumt aus für mich. So, und ja, dieses nervig leuchtende Objekt hier bedeutet eigentlich immer, dass dort etwas Besonderes ist. Das hier ist besonders. Wir brauchen es auch. Das ist Dreamer Eichenfarm. Und das hier ist ein Blatt des Schattenfarms. Schattenfarm mit Ausrufezeichen. Ja, wenn das mal nicht für irgendwas relevant ist. Komm ruhig rein, habe keine Angst, Mel. Im Allgemeinen tut Bildung gar nicht weh. Und um die Bücher zu lesen, musst du dich nur vor das Regal stellen und was drücken. 12 Uhr mittags. Nach wie vor. Den ganzen Tag jetzt hier verbracht und nichts hat sich getan. Na gut, hey alter Mann. Hograt. Was hast du gesagt? Ich will zum Dorfbrunnen und die Neuigkeiten hören. Und dann der Mantau. Tuffeltaumijung. Was ist das denn für ein Haus? Wahrscheinlich sein Haus. Hograts Haus. Oder auch nicht. Es ist Herr Wesnegs. Klar habe ich ein Problem. Ratten! In jeder unglückseligen Nacht schleichen sie meinen Keller herum und nagen alles an. Bei dem Lärm kann ich einfach nicht schlafen. Zumindest nicht ohne ein starkes Schlafmittel. Es ist wirklich zu dumm, dass ich keine Waffe habe, um diese Viecher endlich loszuwerden. Verstehst du? Schlafmittel? Waffe? Leichter Hinweis. Leer. Du brauchst einen stählernen Schlüssel. 12 Uhr mittags, nach wie vor. Morgentau. Ich habe mal eine Weile gebraucht, um eine Schattenfarm zu finden. Und ich dachte, schattiges Plätzchen, wo könnte ich hier draußen ein schattiges Plätzchen finden? Ist ja noch mitten am Tag. Und dann findet man das dann direkt dann hier in der Bücherei, komischerweise. Ich finde das komisch. Zum Goldenen Schluck. Dreamertowns Gasthaus. Warum haben sie es nicht Dreamer und Steamer Dorf genannt? Ist alles so verdenglischt hier. Ich dachte, in Uhren finde ich was. Wieder Morgentau. Aber wir haben ja schon die Pflanze, die wir suchen. Herr Herrnd. Hallöchen, ich bin Herrnd, der Gastwirt dieses wundervollen Hauses und stets zu Diensten. Ich habe reichlich gutes Essen sowie saubere und gemütliche Zimmer zu vergeben. Schauen Sie sich die Räume ruhig selbst einmal an. Ach, Mel, du bist's. Ein bisschen gebraucht. Du bist, entschuldige, aber ich habe dich einfach nicht gleich erkannt. Aber könntest du mir einen Gefallen tun? Im Generellen sollte man immer sagen, yo. Hier hast du 5 Goldstücke. Nimm sie und kaufe für meine Gäste eine Flasche dunkle Peinwein beim örtlichen Weinhändler. Kannst du dich vielleicht ein bisschen beeilen? Meine Gäste fangen schon an, sich wie Fisch auf dem Trockenen zu fühlen. Auch wieder samtige Pfote. Ich glaube, die trinken hier bloß samtige Pfoten. Ich glaube, meine Mutter ist die einzige mit verschiedenen Weinsorten. Meister Salik. Sonnenuntergang über den Fluten des Rossnack. Oh, schickes Bild. Was haben wir hier noch? Meister Salik. Kirisha geht über die dunklen Wasser. Habe ich vielleicht ein paar Bilder inzwischen verpasst? Oh, kann sein. Gucken wir uns nochmal hier um im Gasthaus.
Zum tänzelnden Pony. Leer. Das ist Syrandoran. Hey, das ist der Abenteurer. Wer ich bin? Du kennst mich wirklich nicht. Ich bin der berühmte Abenteurer Syrandoran. Mein Name und meine sagenhaften Taten sind in ganz Gothos bekannt. Wilde Tiere fliehen in Panik und sogar Drachen zittern, wenn sie meinen Namen hören. Ich schreibe aber auch wundervolle Bücher über meine abenteuerlichen Reisen. Die haben wir gelesen, die zwei Stück, die es gab. Und hier ist ein Schach. Oder Schach. Es ist Galknor. Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber unsere Karawane wurde gestern auf dem Weg hierher überfallen. Das haben wir im Intro gesehen. Und mir blieb nichts anderes als mein nacktes Leben. Ich habe daher im Augenblick rein gar nichts zu verkaufen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zu sitzen und auf die nächste Schachkarawane zu warten. Und zu allem Übel geht mir auch noch der Angeber nebenan gehörig auf die Nerven. Ständig erzählt er einem von seinen wilden Abenteuern und Drachenkämpfen. Wenn der ein Held ist, dann bin ich ein waschechter Steamer. Willst du die Wahrheit über ihn erfahren? Es würde dich nur 5 Goldmünzen kosten. Frag mich einfach, wenn immer du Gold und Zeit hast. Zahlst du mir 5 Goldmünzen für die Information? Okay. Ich habe Syrandoran, so heißt der Knilch nämlich, schon oft im dampfenden Rost im Gasthaus in Steamertown getroffen. Auch dort hat er seine Abenteuergeschichten erzählt. Von gefährlichen Reisen übers Meer auf dem Rücken eines Drachen. Drachen! Hast du hier jemals einen Drachen gesehen? Und er würde sich bestimmt in die Hosen machen, wenn er einen sähe. Die traurige Wahrheit ist, dass Syrandoran einfach nur ein furchtbarer Aufschneider ist. Ich habe im Moment leider immer noch nichts zu verkaufen, aber das wird sich bestimmt bald wieder ändern. Du kannst dich jederzeit an mich oder einen anderen Schachhändler wenden, wenn du etwas kaufen oder verkaufen möchtest. Wir werden lange Zeit keinen sehen. Was sagst du dazu, Syrandoran? Hey Halt, willst du wohl aufhören? Wie kannst du wissen, dass ich schon mal im dämpfenden Ross war? Ich mag zwar manchmal ein wenig übertreiben, aber schau, ich bin Abenteurer und Autor. Ich bin einfach dazu da, anderen Geschichten zu erzählen. Und ich kann prima erfundene Geschichten erzählen. Bitte, du darfst keinem die Wahrheit über mich verraten. Ich bin sehr dankbar, dass du nicht so ein Plappermaul bist, dass anderen alles weitertratschen muss. Ich hatte auch keine Gelegenheit bis jetzt. Was sagst du dazu, Gesknor? Glecknor. Glecknor. Mr. Glecknor. Schönes Licht. Grüne Rispenblüte. Den haben wir hier. Ein Schrank auf jeden Fall. Mit Goldmünzen. Frau D'Amour. Oh, ich Glückliche. Heute Abend werde ich endlich meinen geliebten Hasen wiedersehen. Okay. Ich wünschte, es wäre schon dunkel und wir würden uns gleich bei der Spielwiese treffen. Die Spielwiese, so nennt man das heute. Na gut. Ich meine wahrscheinlich die Bühne. Oh, nur leer. Betten, Alkoven. Ja, das hatten die Torfstecher hier auch in Ostfriesland. Ich weiß nicht, ob es das woanders wo auch noch gab, aber da lagen die alle in so Wänden, in Regalen eigentlich. Da waren dann die Betten. Mal so nebenbei. Ja, ich bringe dir deinen Wein gleich, Mr. Ich habe seinen Namen vergessen. Hey Junge. Linton. Ich habe gehört, dass am Dorfbrunnen irgendetwas los sein soll. Warst du schon dort? Nö. Warum gehst du nicht einfach zum Dorfbrunnen? Ich habe gehört, dass sich da anscheinend alle versammeln. Alle scheinen sich auf der Suche nach dem neuesten Klatsch und Tratsch am Dorfbrunnen zu versammeln. Das Stadttor. Das Stadttor ist verschlossen. Ja, irgendwie scheint mich das Spiel dezent in die Richtung treiben zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich dadurch ein paar Dialoge jetzt übersprungen habe, aber egal. Dann ist es eben so. Man muss mich vorwarnen. Frau Enkede oder Enkede. Nun, da du schon mal hier bist, kannst du mir auch gleich einen Gefallen tun. Kannst du meiner Tochter Larissa etwas zu essen bringen? Nö. Ja, kann ich. Hier hast du ein belegtes Brötchen. Bringe es Larissa, sie müsste irgendwo in der Nähe des Drachenbrunnens spielen. Mach ich gleich. Ah, ein kleiner Heiltrank. Das ist einer von den Nicht-Quest-Gegenständen, die wir jetzt haben. Der uns, ja, 25% unserer Lebensenergie wiederherstellt.
Wenn wir ein hohes Mystic-Level haben, ich glaube, das ist dann der zweite Button da, bei den Mystic-Gegenständen oder bei dem Mystic hier. Da steht's ja, ich kann's ja anklicken. Hier, Mystische Weisheit bei Mystic 7 regeneriert die Mana-Vorräte, dann fängt's an und wird besser, je mehr Mystic man hat. Mystische Kraft 14 kriegen wir die Erhöhung der Wirkung von Tränken, also dann kriegen wir 33 Lebensenergie und Mana zurück anstelle von 25% bei kleinen Heiltränken. Große geben volle Lebensenergie und Mana zurück. Schon auch wenn man 0 Mystic hat. Der mystische Aufladeschlag, bei 21 gibt es den erst, lädt konventionelle Waffen mystisch auf, kostet ein bisschen Mana, aber dann können sie halt so eine Wirbelattacke oder irgendwie was Spezielles machen, mehr Schaden halt. Und der mystische Lebens- oder Energieentzug gibt es ab 28 und das entzieht dem Gegner Lebenskraft, allerdings nicht immer, sondern eine Wahrscheinlichkeit von, glaube ich, 10% oder sowas. Meister Salek, das ist wohl der Maler der Truppe hier. Tandovs Krone. Das ist eine Krone oder so ein Berg? Irgendwie dünkt mir, dass wir das auch bald sehen werden. Wie spät ist denn das? Immer noch 12 Uhr mittags. Ja, wir haben ganz viele Quests jetzt hier, die wir alle mal erledigen sollten. Ja. Habe ich ja schon geguckt, ja. Okay.